Hallo und willkommen zur Ausgabe 55 von Let's Play FIFA 17, FIFA Ultimate Team mit dem Offenbacher FC. Und es geht weiter gegen das schöne Portsmouth im wunderschönen England. Schauen wir mal, wie gut ich das hinkriege. Okay, der Brand hat keinen Vertrag mehr. Der kriegt jetzt mal schnell einen. Apply Consumable. Ja, du kriegst mal direkt hier diesen Vertrag. Okay. Aber vielleicht lasse ich jetzt trotzdem mal den Schürrle spielen. Der ist ein bisschen fitter. In der Abwehr könnte auch der Durm mal ran. Der Fitness wegen. Im Tor lassen wir mal den Bürki zu seinem Debüt kommen. Und rechts wird Paslak verteidigen. Sturm. Ist ja gerade der B-Sturm. Okay, der Dembélé muss auf jeden Fall raus. Dafür kommt Hermann. Und ist jetzt der Gegner besonders gut oder nicht? Der Gegner ist jetzt Semi-Pro, danach kommt ein Professional-Gegner, also brauche ich jetzt sozusagen meine B-Mannschaft, um dann gegen die Young Boys den Aufstieg womöglich perfekt zu machen. Nochmal kurz editieren. Ja, das ist tatsächlich die zweite Reihe, würde ich sagen. Ramos. Denn der Hahn hier auch auf der Bank. Okay, sehr gut. Soll sich nochmal ausruhen? Abwehr könnte ich vielleicht nochmal was machen. Also, der Subotic ruht sich aus. Das ist okay. So machen wir es. Los geht's. Ja, mein Mittelfeld ist besonders gut. Die sind auch nur zweite Liga. Ich habe die größeren Spieler. Zumindest ist der Kapitän größer. Was ein super Pass. Aber wir können anfangen. Machen wir auch. Well, special Los geht's. Memories for me, Alan. Fratton Park is where I commentated on my second ever game for television. It was Portsmouth against Oxford United in the old. Ja, da musste ich schießen. Hätte ein bisschen mehr zielen können, also ein bisschen härter schießen können vielleicht noch. Patrick Herrmann. So, und jetzt? That's good support play from his teammates. Ist der Volland? Na, da wollte ich nochmal zurückpassen. Aber der hat es gut verteidigt. Ja, jetzt kann ich hier schön Kopfballtor machen. Na, oder auch die dritte Ecke machen. Was? Ach, wie doof. So ist es immer ärgerlich, wenn dann der Eckballspieler sozusagen ins Abseits gerät. Ah, der Passknopf war ein Stück zu spät gedrückt. Mal rausspielen. Ah, das war nichts. Na, die Sonne blendet. Played into the middle. Chooses to punch here the goalkeeper. Good technique. In quickly. Pizarro. Well, the work of the coach is to get the team right tactically and okay, der Schürrle, der ist doch schnell. Also to get the mental attitudes right. Mentally they don't look at it, do they? No, that is a move the pitch that he needs to pay attention to because the ball is breaking down. They're losing possession too often. Was? Ich verliere den Ball zu oft oder der die?
Ich gehe doch immer auf die zweiten Bälle, das ist doch alles Teil der Taktik. Oh, der hat ihn nicht richtig getroffen, der Pizza. Das war eine Pizza zu viel am Vorabend. Ah, das war doof. Manchmal verliert man, wenn man sich so rumdreht, dann doch recht schnell den Ball, wenn man ihn nicht direkt, sag ich mal, abtropfen lässt oder so. Boah, was haben die für Zauberpässe drauf? Ja, schöner Versuch. Julian Weigel. Patience is the name of the game at the moment. Daniel Di Davi. Quick tempo to the passing. The opposition can't get near them. Ja, da sollte auch hin ans lange Eck. Aber es hat nicht gereicht. Schade. Hang on to the ball well. Naismith. Good forward play from them. This could be a chance. Ah, da hätte ich doch etwas eher schießen müssen. Ich dachte, ich kann ihn wegrennen. Das war ja der Pizarro. Dann ja nicht. Der schießt dann lieber. Ach nee, ist der Volland, der da links rum rennt. Ja, nicht so lange rumwarten. So, und weg ist der Baller. Müsste für mich sein. Ist es aber nicht. Ja, den habe ich so angeguckt, so böse, dass der Angst gekriegt hat. Oh, da wollte ich mit dem Kopf durch die Wand. Ich dachte, er ist schnell genug vielleicht. Ja, super, Birki. Volland. Could be dangerous. Da ist das Ding. Einfach ein ganz souveräner Konter. Weltklasse. Das hat sich schon irgendwie abgezeichnet. Sehr gut. Kevin Volland. Baker. Seeing the opportunity to play the advantage for Portsmouth there. Working hard. Die haben ja keinen Advantage, wenn ich hier verteidige. Ich bin einfach ins Aus geguckt wieder. Taken quickly. André Schürrle. Daniel Di Davi. Volland. Very good. Kommt schon rennen. Schieß. Musste ich schießen, weil sonst hätte er mich gestoppt. Torwart ist von denen ist nicht schlecht. Ach, wie schade. Da ist das Tor. Irgendwie fünfte Ecke. Schürrle, super. Super. Jetzt hat es in 5 Minuten so mal gerappelt. Das war aber auch nötig. Die sind so schlecht. Sowohl jetzt, was die KI anbelangt, als Semi-Pros, als auch was deren eigentliche Werte angeht, als englischer Zweitligist. Ja, genau da sollte er hin. Aber leider war es ein Tick zu weit.
Ich habe noch nicht mal auf Attacke-Modus umschalten müssen. Das sagt eigentlich alles über die Qualität des Gegners. Ah, ich will den auch einbeziehen hier auch. Den Durm. Ach nee, nicht so Hackespitze. Das habe ich unschön gemacht. Gut verteidigt. Wenn auch diesmal leider auf Kosten eines Einwurfs. Oh, das war schwach. Aber da ist ja der Roman. Der Pürki Roman diesmal. Maybe he'll cross it here. And it's the goalkeeper's ball quite clearly. Halbzeit. Bin ja sowas zu überlegen, Pizarro ist platt, aber wird im nächsten Spiel auch nicht spielen. And we've got another 45 minutes to go. And set your watches, off we go. Doyle. Super. Came in with the challenge and the ball broke free. Here's a chance to attack. Could score! Ah, da hätte er echt treffen können, leider. Hat es aber nicht geklappt. Oh, wie hoch und schlecht. Dann haben die doch tatsächlich so eine Art Konter. Und da grätscht dann gut weg, leider. FIFA, Football for Hope. Du musst eigentlich vor Corruption vielleicht stehen. Na, da haben wir doch. You can see the togetherness that they brought from there out onto the pitch. Yeah, I think they've got a good mix of characters. They socialize off the pitch and die trinken auch mal ein Bier zusammen, das ist super. Crisp defending there. Defender to it first. Oh, war das ein schöner Trick. Well, you can't knock him. He was in the right place at the right time. Just couldn't. Das wäre ein tolles Tor gewesen. Tor des Monats. Ah, da wollte ich vorbei. Da sind zu viel Kopf und bis zu viel Wand. Ach, herrje. Ich dachte irgendwie, der läuft und konnte es da nicht mehr rumreißen. Und da ist der Ball erobert. Oh, das ist doch faul. Tackled well. Daniel Di Davi. Good position. They've worked this attack very well. Into a quite a Volland! Oh, ich hätte echt nicht direkt abnehmen müssen in der Situation. Der Volland hat schon fünfmal geschossen. Und dann nur ein Tor ist natürlich ein bisschen dünn. Gut, ich habe jetzt wieder zwei, drei Tage mal nett gespielt. So ein bisschen merkt man es vielleicht dann doch in der Kaltschnäuzigkeit dann oder so, ich weiß es nicht. Working hard, just to see maybe a sight of goal. He's got his shot off now. We're gonna get a corner here because of that deflection. Gut, sagen sie doch. And here's the shot. That's a shot. Harmlos. Bender. Daniel Di Davi. On the attack here. Da genau muss er hin. Through pass. Here's a chance. What a fine save. Das war vielleicht ein bisschen doof zu schießen, hätte ich zum Pizza passen müssen eventuell. Dumb. Schade. Oh, er wird hier ganz schön rumgeputzelt. 20 minutes now. Remaining. Sogar mehr Ballbesitz. 51%. Doyle. That could open them up. He's had a go here. Schön abgeblockt.
Aber Eckball. We've got his fist to it. A good control under pressure. It's going to be a throw here. Ach Gott. Well, I guess he was aiming for a teammate, but he certainly didn't find one. Could be dangerous. Shot on. So, und weiter geht's. Oh, das ist ein Foul. Ah, ich dachte, der läuft anders. Da hat er aber Glück gehabt, jetzt hier von Portsmouth. Goes in. Doyle. Oh, das mache ich ja, wenn sie hier rumgespringen. Moving from one side to the other. Simpson. Well, that pass never looked like reaching its target, and they're away with the ball. Nur zu langsam. On the home bench, a substitute is clearly getting ready to come on. Good forward play from them. Gut, dass er sich nicht ins Abseits gestellt hat hier, der Dragovic hier als Außenstürmer, was ist denn da? He's got out there quickly. Aber die stop the ball coming in. Flanke, oh je. Good defending. To switch on the attacking power in this situation. Great interception. Well, he's got support here. Oh, he's away from his marker now. Gets his foot in there. He's got his tackle in, and the ball's gone out now. Great tackling technique to win the ball cleanly. Ja, da kann ich lang spielen, das ist nämlich der Volland. It's a quick break. Wenn wir vorlegen. Oh, da hätte ich nicht arrogant spielen sollen. Schade. Nee, war es echt nicht. And it's going to be a minimum of 3 minutes to be played of added time. Volland. Ach herrje, das war der falsche Knopf. And in goes the cross. That's great defending there, stopping that attack. Makes a challenge here. Ach, da wäre ich dann noch dran gekommen. Ja, Hauptsache gewonnen. Bisschen editiert zwischendrin, weil ein Anruf leider dazwischen kam. Aber gut. Ist ja nicht so, dass jemand zuschaut. Ja, super. Wieder ein paar Coins verdienen. Muss irgendwann mal wieder Verträge auch kaufen. So, tatsächlich will jetzt nur noch ein Sieg zum Aufstieg und zwei Sieger zum Meistertitel. Nächstes Spiel wird aber ziemlich tough. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.